So, herzlich willkommen zur fünften und aktuellsten Folge, zumindest heute die aktuellste Folge, bis heute. Heute geht es um Shooter. Ein Film aus dem Jahre 2007 mit Marky Mark, der im eigentlichen Leben Mark Wahlberg heißt, aber für mich immer Marky Mark sein wird. Wieder eine FSK 18 Version, komme ich später zu. Kurz zur Geschichte, zum Inhalt. Mark Wahlberg ist Bob Lee Swagger, ein Scharfschütze, der sich irgendwie zurückgezogen hat, nachdem sein Partner bei irgendeinem Einsatz getötet wurde und lebt so ein bisschen im Exil. Wird dann von einer ominösen Geheimdienstfraktion, Operation angesprochen. Sie bräuchten seine Hilfe, weil er halt so super schießen kann. Und die haben halt Drohungen bekommen, dass der Präsident in den nächsten 2 Wochen erschossen werden soll. Und er soll ihnen helfen, da festzustellen, von wo der schießt, weil in diesem Brief oder was das war, wo die ihre Informationen herhaben, stand halt drin, dass der aus einer Entfernung von 1,5 Kilometern erschossen wird. Und da Bob Lee Swagger da der super Scharfschütze ist, sollte er sagen, von wo ist das und wann ist das und wie und wo und überhaupt. Als er sich dann postiert hat mit den anderen, achtet er halt auf Windrichtung, auf Luftfeuchtigkeit, auf Pipapo und sagt halt, in den nächsten 10 Sekunden muss er schießen, ihr müsst jetzt eingreifen, ihr müsst ihn jetzt holen und so. Und dann zählt halt runter, 5, ihr müsst sofort einschreiten. Und dann sieht man kurz eine Einstellung, wie so ein Scharfschützengewehr automatisch irgendwo hinfährt und abschießt und den Chefkoch von Äthiopien tötet. Irgend so einen religiösen Menschen aus Afrika. Von einem normalen Streifenpolizisten wird er dann angeschossen. Also er soll halt als Mörder verkauft werden. Das ist so der Plan von denen, weil er ist halt so ein Scharfschütze, er kann das. Die bauen dann danach auch seine Waffe da auf und lassen es alles so aussehen, als wäre er das gewesen. Er wird halt angeschossen, wie gesagt, und entkommt dann aber Sachen so einem ganz jungen FBI-Agenten. Nö, ich war es nicht, also auf der Flucht. Ich war es nicht, klaut dem dann sein Auto und fährt damit ab, haut damit ab und so weiter. Mit dem zusammen, also der glaubt auch an seine Unschuld, startet in so einen kleinen Rachefeldzug, er bildet ihn so ein bisschen aus, als also in diesem Scharfgeschütze-Gerät wird dieser FBI-Agent von Bob Lee Swagger so ein bisschen ausgebildet und zusammen, ja, machen sie halt so einen Rachefeldzug, wie man das kennt. Im Endeffekt vom Justizgericht kann er dann, oder Justiz irgendwas, vor Gericht war es nicht, vor irgendwelchen Justizmenschen, konnte er dann beweisen, dass seine Waffe nicht die Waffe war, aus der geschossen wurde, weil er irgendeinen Bolzen da rausgenommen hatte, bevor er seine Hütte verlassen hat, wo die halt dann halt das Gewehr rausgeholt haben. Der Drahtzieher der ganzen Sache, so ein Colonel, ein hohes Tier, kommt aber trotzdem irgendwie davon, weil er eben so ein hohes Tier ist. Und aber die Klage oder die Anschuldigung gegen Bob Lee wird halt auch fallen gelassen. Er ist ein freier Mann, der Colonel aber auch noch. Ich muss sagen, der Film hat mir eigentlich ganz gut gefallen. War ganz gut gespielt. Mark Wahlberg, ja, durchtrainierter Mann, kann man eigentlich nichts gegen sagen. Mila Jovovich wäre mir jetzt lieber gewesen. Was gut war, das ganze Fachgesimpel über Scharfschützerei, also wer sich irgendwie da genau mehr für interessiert, der sollte dann einfach mal sich Shooter angucken, da lernt man ein bisschen was mit Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit und Erddrehungsgeschwindigkeit und Pipapo und überhaupt. Aber im Kopf behalten, Galileo hat schon bewiesen, dass man aus 1,5 Kilometern Entfernung eine Suppendose nicht schießen kann. Das Szenario des Films, Verschwörungsszenario, geht immer. Diesmal ein bisschen um 3 Ecken, nicht das Offensichtliche, sondern halt schon ein bisschen anders als sonst. Man merkt erst gar nicht, dass irgendwie eine Verschwörung im Gang ist. Man denkt, oh, das ist ja nett, dass die den da irgendwie einschalten, die wollen den Präsidenten retten und so. Also man, zumindest ich, habe erst gemerkt, als Bob Lee auch gemerkt hat, dass er das Licht gefühlt wurde, habe ich auch erst gemerkt, dass, oh, die sind ja doch nicht die Guten, die sind ja eher die Bösen. Der Spannungsbogen steigt am Anfang recht schnell, fällt dann aber ab und die letzte halbe Stunde, da geht er dann mal steil nach oben. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Mein Lieblingszitat, folgende Situation. Bob Lee, der junge FBI-Agent und dieser Colonel, der Drahtzieher, sind im Justizministerium und halten da vom Justizminister oder so. Erzählt, das ist die Stelle, die ich eben meinte, wo er beweisen kann, dass sein Gewehr nicht die Tatwaffe war. Es endet dieser Diskussion und der Colonel geht. Und das ist jetzt ein kurzer Dialog zwischen Colonel und diesem Justizminister. Das ist ein freies Land, in dem ich mich frei entscheiden kann, jetzt zu gehen. Colonel, Ihr moralischer Kompass ist so im Arsch. Ich wäre geschockt, wenn Sie nur den Weg zum Parkhaus finden würden.
Die FSK 18 Beurteilung finde ich gerechtfertigt, weil halt schon irgendwie so ein bisschen Krieg dargestellt wird und man, ja, weil viele Menschen sterben. Ich glaube, langsam verstehe ich die FSK, USK, wer auch immer das macht, was deren Punkte sind, wann was wie eingestuft wird. Also wenn es halt irgendwie viele Menschen sind, die von anderen Menschen erschossen werden oder getötet werden, wird es ein bisschen höher eingeschätzt, als wenn es irgendwie nur Zombies sind oder irgendwie sowas. Also das ist einfach, wenn ein Realitätsbezug stark da ist oder stark hergestellt werden kann, dann wird es höher eingestuft. Finde ich richtig, finde ich gut. Der kann ab 18 bleiben. Von mir kriegt Shooter deshalb 3 von 5 Sternen. Wie gesagt, steil ansteigender Spannungsbogen, der fällt dann wieder und steigt am Ende wieder an. So ein kleines Wechselbad, also wenn er sich irgendwie hier gehalten hätte und am Ende noch ein kleines Stück, dann wären es vielleicht 4 oder 4,5 geworden. So nur 3. Peace out und bis nächste Woche.